Nachdem Ibarbo in den letzten Monaten keine Verwendung mehr bei FGU gefunden hat, hat er sich überlegt, dass er mal zu einem kleineren FIFA-YouTuber, nämlich FIFA Sweater, geht, um ihm dort ein bisschen beizustehen. Hierbei hat FIFA Sweater versucht, auch ihm alles so heimisch wie möglich zu machen und hat ihm ein komplettes Kolumbien-Team organisiert. Und damit sage ich Moinsen Guys, euer FIFA Sweater ist back am Start mit einer weiteren alten FIFA Serie von einem großen YouTuber. Ja, nachdem ich das letzte Mal Bite for Scale von Wakes FIFA genommen habe, was sehr gut bei euch ankam, habe ich mir überlegt, machen wir heute eine wahrscheinlich schon fast totgeglaubte Serie, nämlich Abos wissen, wer Ibarbo ist, vom Kanal FIFA Goes United. Ja, wer es nicht weiß, in der Serie Abos wissen, wer Ibarbo ist, geht es darum, um den Spieler Victor Ibarbo, immer ein Nationenteam, zum Beispiel Deutschland oder beziehungsweise das bestmögliche Nationenteam, zum Beispiel von Deutschland, Nordirland oder auch in unserem Fall von seinem Heimatland Kolumbien zu bauen. Und ich habe mir überlegt, der FGU meistens mit Kolumbien als die erste Nation rein startet, da dort Victor Ibarbo ist. Habe ich mir gleich mal überlegt, starten wir mit der Nation auch rein und haben hier das bestmögliche Kolumbien-Team gebaut. Ohne Cuadrado in Form natürlich, weil dieser auf der Position von Victor Ibarbo spielt und er hier der Star des Teams ist. Ja. Im Tor haben wir David Ospina von dem FC Arsenal. Als Linksverteidiger haben wir Fabra. Die beiden Innenverteidiger sind Murillo und Zapata. Als Rechtsverteidiger haben wir Arias, als ZDM haben wir Quintero in Form spielen, aber ich glaube, den tauschen wir mit Rodriguez, oder? Weiß ich noch nicht ganz. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Als linker Mittelfeldspieler haben wir Izquierdo, als ZOM haben wir neben Victor Ibarbo, dem größten Star hier im Team, nämlich Rames Rodriguez. Und hier als rechten Mittelfeldspieler haben wir Victor Ibarbo und die beiden Stürmer sind Baka und Falcao in Form. Hier bekommt ihr übrigens eingeblendet, wie viel das Team aktuell kostet, so wie es FGU immer macht. Und auf der Bank haben wir noch den ein oder anderen relativ guten Kolumbianer, wie unter anderem Cuadrado, den wir einwechseln können. Sanchez, den wir für Quintero reinbringen können, falls es hinten eng wird. Und Adrian Ramos. Ja, meine lieben Freunde, wir werden zwei Spiele mit dem Team absolvieren und am Ende werde ich zu jedem Spieler eine Bewertung abgeben. Und jetzt würde ich sagen, starten wir hinein ins Spiel. Hier ist auch unser erster Gegner. Er spielt mit OPBPL. Wie gewohnt, da ja diese Weekend League aus BPL-Teams besteht. Ihr braucht euch übrigens nicht wundern, warum mein Falcao in Form ein Spiel jetzt halt nur noch weniger hat, der Leihspieler. Das liegt einfach daran, dass ich im Spiel davor vergessen habe, die Trikots und das Kolumbien, also die Kolumbien-Flagge zu aktivieren. Dafür bitte ich um Verzeihung, aber jetzt würde ich sagen, starten wir rein ins Match. Victor Ibarbo ist es, Ibarbo. Aber unser Stürmer hatte hier keine Lust, den Ball so wirklich mitzunehmen. Und unsere Abwehr steht viel zu hoch. Viel zu hoch. Und da ist es auch die logische Folge, dass es hier 1:0 steht. Unsere Abwehr steht viel zu hoch. Und dadurch kann der Gegner einfach den hohen langen Ball auf Musa spielen. Oder wer das gerade eben war, und der überpaced hier unsere komplette Hintermannschaft und wir liegen hier 1:0 hinten gegen das OPBPL-Team. Ja Leute, zur Halbzeit kann man auf jeden Fall sagen, dass die Führung für den Gegner mehr als zu Recht gerecht ist. Auf jeden Fall dominiert er uns hier stark. Ich werde jetzt in der zweiten Hälfte Adrian Ramos einwechseln, weil das, was Baka macht, mir überhaupt nicht gefällt. Jetzt hoffe ich mal, dass das in der zweiten Hälfte gleich mal besser wird. Ja, komme doch mit zurück, Arias, Mann. Er zeigt wieder nur, anstelle was zu machen. Und so kriegt man ja auch zwei Dinge. Arias zeigt was und macht's am Ende nicht. Ja, es bringt einen so zum Ragen, dieses Game, ganz ehrlich. Weil alle jetzt mit ihren scheiß Weekend Leagues meinen jetzt hier in dieser Noob-Session zu spielen, wo nur solche Trottel wie ich normalerweise spielen sollten, die nichts können. Ja, Leute, ich kann nichts, dazu stehe ich auch. Komm jetzt. Was war denn das für ein scheiß Kopfball? Und jetzt ruckelt's. Ich raste auch noch aus. Ich raste aus. Es ruckelt. Ich kann an keinen Ball ran. Was ist das? Das sind sie, die Leute. Grüne Latenz und dann ruckelt's das ganze Spiel über. Ist jetzt keine Ausrede, dass ich schlecht bin, aber es kann's nicht sein.
von Victor Ibarbo. Boah. Boah, Van. Fabra. Mit der ersten richtig starken Chance, aber Jack Butler enthält den. Schön rausgespielt hier von unserer Mannschaft. Quintero. Hat er keine Lust, die Flanke zu bringen? Das ist ein Foul, der Schiri pfeift's ewig nicht. Ich würde gerne den Freistoß kurz ausführen. Danke. Zack. Da ist Ramos. Ramos mit dem 1:3 Anschlusstreffer. Wenigstens noch ein Ehrentor. Schön gemacht hier, dass Falcao noch den Freistoß ganz schnell kurz auf ihn ausführt. Und er macht das Ding dann schön mit dem Ground-Driven-Shot zum 1:3 Anschlusstreffer rein. Ja. Ich habe hier ehrlich gesagt nicht auf totalen Angriff eingestellt, aber das 1:4 muss anscheinend noch sein. Also jetzt ohne Witz, Leute. Ich habe noch nicht mal auf irgendwas Annäherndes in der Offensive eingestellt. Der Gegner feiert sich ja ab mit seinem Musa. Kann er auf jeden Fall auch machen. Ist auch besser als ein Falcao in Form und so. Da machst du nichts mit einem Verteidiger. Da machst du nichts. Und das Spiel endet hier mit 1:4. Auf jeden Fall hat das Spiel gezeigt, dass ich nicht viel drauf habe. Aber ich hoffe mal, dass das im zweiten Spiel besser aussieht. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns dort zum nächsten Highlight. Zweiten und damit letzten Gegner OPBPL. Wie gewohnt. Hat ein relativ heftiges Team. Ich glaube, das wird nochmal eine ganz enge Sache. Ich weiß jetzt nicht, ob er mich zerstören wird oder nicht. Ich hoffe es mal nicht. Und ich würde sagen, sehen wir uns zum ersten Highlight im Match. Und es ruckelt. Es ruckelt bei grüner Latenz. Warum ruckelt es zur Hölle bei grüner Latenz? Die ist grün. Die war nicht rot, die war grün. Meine Spieler machen nur Bullshit deswegen. Wir werden gleich in der ersten Minute überrannt. Ja moin. Es geht schon mal ganz gut los in der Partie. FIFA Sweater am Limit. Schöner Ballhüpfer hier. Das ist ein schönes Passspiel und das ist Radamel Falcao. Und der zimmert das Ding, ich glaube, an die Latte oder am Pfosten. Ich habe es halt gar nicht gesehen. Baka. Falcao. Der Gegner mauert hinten ganz schön. Das macht er auch stark. Das war jetzt schwach. Zapata und der Ball. Es kann nicht sein. Jeder verdammte Ball springt mein Gegner vor die Füße. Kann mir das einer erklären, was ich falsch mache? Ich tue die Fenden. Der Ball springt wieder dem Gegner vor die Füße. Meine Güte. Aber Ospina. Sehr gute Parade. Ja, und jetzt kommt wieder keiner mit. Was macht denn der dort? Wenn er schon einmal an der Mittellinie steht, dann muss er auch mit nach vorne kommen. Das ist Fabra und der holt eine Ecke raus. Da holen wir mal schnell einen ran. Ich hoffe, dass der auch schnell ist. Ich hoffe, der macht auch hin. Der macht auch hin. Quintero. Das ist Quintero. Das ist ein schöner Ball auf Radamel Falcao. Und das ist Murillo. Nächste schöne Chance für unser Team. Fabra muss... Fabra? Hallo? Fabra? Ey, das gibt's nicht. Immer muss einer Scheiße bauen und dadurch leidet das gesamte Team drunter. Fabra, alles da. Ohne Witz. Man drückt einfach auf Passen, Fabra. Nö, Digga, rennen wir doch lieber noch 5 Meter. Und der Gegner bekommt das Tor in den Arsch geschoben. FIFA's Wetter am Limit, ganz ehrlich. Das kann es nicht sein. Ja, da liegst du 1:0 hinten in der Pause, da machst du nichts. Der Gegner hatte mehr Chancen, aber es kann trotzdem nicht sein, was der dort hinten gerade eben veranstaltet hat. Furchtbar. Das kann man sich nicht antun. Arias. Das ist nichts, oder? Das ist einfach nichts. Der fault den um, der kann nicht mehr laufen. Nö, das ist einfach nichts. Und der bekommt den Ball wieder vor die Füße, ja Mann. Ich komme nicht an den Ball.
Das ist die Weekend League in FIFA. Ohne Witz. Das ist FIFA 17. Ja, komm. Falcao mit dem 1:2 Anschlusstreffer. Er ist wirklich der einzige Spieler, der mir wirklich richtig gut positiv aufgefallen ist, neben Ospina auf jeden Fall. Der Mann kann so einiges. Schön, wie er das Ding hier mit dem Finesse-Schuss zum 1:2. War vielleicht Endstand, vielleicht auch nicht, verwandelt. Ja, Leute, das Spiel ist ja auch vorbei. Ich würde sagen, beide Spiele liefen nicht so erfolgreich. Das liegt doch mitunter daran, dass alle mit OP-WPS-Quad spielen, was mir in den nächsten Tagen die Aufnahmen ein bisschen erschweren wird, weil ich mir überlegen muss, gegen wie ich jetzt meine Videos umstrukturiere. Aber wir sehen uns jetzt bei der Teambewertung. Ja, Leute, ihr willkommen zur Teambewertung. Ich würde auf alle Fälle David Ospina eine 10 von 10 geben, ein sehr solider Rückhalt. Trotz seiner geringen Körpergröße hat er dort hinten relativ gut dicht gehalten, konnte bei allen Gegentoren exakt nichts dafür. Fabra, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir überhaupt nicht gefallen. Er hatte kein gutes Defensivverhalten gezeigt, keine gute Positionsstellung und auch keine gute Physis, wie es eigentlich auf seiner Karte sein sollte. Der war immer falsch und wenn er im Laufduell war, hat er es komischerweise auch immer verloren. Also dem würde ich absolut nicht empfehlen. Er bekommt von mir eine 2 von 10. Den Verteidiger Murillo hat mir im Game besser gefallen. Er hat Kopfballstärke bewiesen in vielen Situationen, konnte auch mitunter nichts für den Rest der Abwehr, aber ich würde ihm eine 7 von 10 geben, weil er als einziges relativ solide stand. Bei Zapata sieht das hingegen wieder anders aus. Wenn er irgendwie getackelt hat oder so, hat er es nie wirklich sicher gemacht. Der Ball ist immer vor die Füße des Gegners gesprungen, deswegen bekommt er von mir eine 3 von 10. Ja, Arias, zu ihm kann man eigentlich dasselbe sagen wie zu Fabra. Sehr schlechter Spieler, 2 von 10. Quintero, ja, er war ganz in Ordnung. Auf der defensiven Position natürlich ein bisschen fehl am Platz, hat aber schon recht gute Pässe gezeigt, hat auch gutes Positioning da vorne gezeigt. Er bekommt von mir eine 6 von 10. Izquierdo hat gezeigt, dass er nicht mehr als pacen kann und selbst das hat er nicht allzu gut gemacht, deswegen bekommt er von mir eine 4 von 10. James Rodriguez hat dort vorne versucht, das Spiel ein bisschen anzukurbeln, hat aber meines Erachtens ein bisschen zu wenig Pace und ein bisschen zu wenig Physis, deswegen eine 6 von 10. Ibarbo wird natürlich nicht bewertet. Falcao bekommt von mir eine, ja, ich würde sagen eine 8 von 10, er hat sich als einziger dort vorne noch bemüht etwas zu tun, er hat alles dafür gegeben, hat auch im letzten Spiel verdientermaßen ein Tor geschossen und sein Teamkollege Bakker hat mir zum Beispiel unter anderem überhaupt nicht gefallen, er bekommt von mir eine 3 von 10 und zum Schluss möchte ich noch unseren eingewechselten Ramos bewerten, als er mitgespielt hat, hat er mich relativ überzeugt, er bekommt von mir ebenfalls eine 7 von 10. Ja, Leute, die Teambewertung bzw. den Durchschnitt des Teamwertes werde ich euch jetzt hier hinschreiben. Ich würde sagen, wenn ihr weitere Folgen von den alten FIFA-Serien von den YouTubern sehen wollt, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Checkt auch gerne meine Version von Byte for Sky aus, die alte Serie von Wakes FIFA, die ich auch schon bei mir auf dem Kanal gebracht habe. Abonniert kostenlos, wenn ihr weitere Rage-Videos oder auch normale Videos von mir sehen wollt. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein und ciao.